Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf dem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stessel für euch. Heute wieder mit einer neuen Folge, und zwar mit der 175. Folge hier auf der Ellerbach V2 in unserem Realismus-Selbstversuch am Hof Kneisel im Privatumbau. Ja, ich will kurz zwei Themen ansprechen, bevor ich es vergesse. Ja, wir behalten den Namen bei, weil wir haben uns einfach sozusagen vergrößert. Ne? Auch wenn das hier der Hof Hansen ist oder so, keine Ahnung, wie der genau heißt. Wir behalten den Namen so bei. Was wollte ich sonst noch sagen? Oh nein, jetzt habe ich es vergessen. Ich wollte unbedingt nochmal was sagen. Naja, wird uns schon einfallen dann im Laufe des Let's Plays oder der Folge. Wir müssen uns vergrößern. Wir wollen uns vergrößern. Es ist ja so, ich weiß gar nicht, lass uns mal ganz kurz schauen, wie viele Tiere wir haben. Ich glaube, der müsste hier irgendwo sein, der Trigger. Lass mal kurz reingucken. War der hier? Oder war der hier drin? Ja, man müsste halt mal ganz kurz die Trigger anschalten, ne? Dann seht ihr es. Doch, der war doch da drüben. Guck mal. Oh ja. So, wir haben 56 Viecher hier oben. Da haben wir uns auf jeden Fall auch schon wieder vergrößert. Ne? Ich bin übrigens in den April reingesprungen. Und wie viel haben wir denn hier? 56 plus 8. Und ich würde gerne noch mehr Viecher dazu nehmen. Ne? Wir wollen alles Schritt für Schritt vergrößern. Wir wollen unser Geld investieren. Wir wollen es nicht bunkern. Sehe ich hier irgendwo die Kälbchen? Da sind sie. Guck, die Schnuckis. Sehr schön. Und dementsprechend brauchen wir auch andere Gerätschaften. Und deswegen möchte ich da heute in eine neue Investition gehen. Und zwar brauchen wir da auf jeden Fall ein wenig Geld. Und zwar habe ich mir vorgestellt, wir gehen in die Tierhaltung und nehmen den Strautmann her für 158.000 Euro. Ich brauche den ja nicht mischen, aber es ist auf jeden Fall eine coole Ablegeversion, Abladeversion. Und wer weiß, vielleicht früher oder später, wenn wir mal die Silos voll haben, können wir den auch mal so benutzen. Das war auf jeden Fall so mal mein Gedanke. Bedeutet aber, wir nehmen uns auch einen Kredit dazu. Kredit aufnehmen von 160.000 Euro. Somit haben wir wieder was zu tun. Das ist definitiv eine Langzeitinvestition von 10 Jahren. Kredit abschließen. Und dann kaufen wir uns das gute Stück. Ich denke, das ist ein gutes Einsteigergerät erstmal. Zack, her damit. Da ist die Möhre. Standard, Strautmann. Ihr seht direkt unten schon das Menü. 17 Kubik. Da sollte, glaube ich, auf jeden Fall ein bisschen was gehen mit der Fütterung, weil ihr werdet dann gleich sehen, das dauert nämlich mittlerweile ganz schön, gerade beim großen Stall mit den 56 Tieren. Da bist du mit die, bist du hier mit dieser kleinen Schublade hier tatsächlich eine Weile beschäftigt. Da passen, glaube ich, 3000 Liter rein. Ja? Und wir wollen das ja auch Stück für Stück effektiver gestalten. Und wenn ihr da je eine Variante kennt, zum Beispiel mit Simple IC oder ähnlichem, dann immer gerne rein in die Kommentare, ne? Da bin ich immer offen für Neues. So, einmal so, einmal so. Und dann können wir nämlich jetzt hier hinfahren und unsere Mischration in der Hoffnung direkt aufnehmen. Ja, da sieht man ja nichts. So, und dann können wir das einmal voll machen lassen. Heute machen wir so ein bisschen Hoftag. Es könnte auch sein, dass es zwei Folgen sind. Und dann sind wir nämlich hier schon mal voll. Guck mal an. So schnell geht es. Spiegelfarm. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Gott sei Dank haben wir ein bisschen aufgeräumt. So, dann können wir nämlich mal nach vorne. Jetzt weiß ich bloß nicht, wo ist die Ablade-Geschichte. Da müssen wir mal ganz kurz noch schauen. Ich glaube, das hier, ne? Das ist das Band. Das kannst du, glaube ich, sowohl rechts als auch links rauslassen. Dann geht es nämlich schon mal einfacher. Na, wir wollen hier nicht die Zeit verschwenden mit dem Füttern. So, und jetzt kann ich das, glaube ich, über U, ne? Ja, kann ich das Ganze switchen. So. Und dann sollte das nämlich an der passenden Stelle rauskommen. Super. Ja, das
sind wir nochmal effektiver. Ne? Jetzt muss man mal überlegen, was ich jetzt gerade hier reinballer. Wir sind schon bei 10 Kubik. Da hätte ich schon dreimal fahren müssen. Ja? Und dementsprechend können wir jetzt... Entschuldigung, können wir hier Vollgas geben. Der Husten echt hier. Ich hoffe, der ist bis zur Gamescom weg. So, dann machen wir nochmal ganz kurz voll, bevor wir in den großen Stall reinfahren. Du siehst halt in dem Ding nichts, ne? Ich hoffe mal, das passt so ungefähr. Ich fahre halt echt im Blindflug gerade nach hinten. So, irgendwie. Ja, da fahren wir Glicker am Leben, oder? Jedes blinde Huhn findet Mäuse Körnle. So, das wird auf jeden Fall vollständig reingehen. Die Zufahrt hier ist, na klar, schwierig. Vielleicht müssten wir dann nächstes Mal von der anderen Seite. Ja, da haben wir ein bisschen ein Problem. Da müssen wir uns erstmal so ein bisschen noch zurechtfinden, wo wir am geschicktesten daneben fahren. Ich glaube, mein Randzeug ist irgendwie größer, aber das Lenkrad sträuft immer. So, dann gehen wir mal von der anderen Seite drauf. Da kommen wir auf jeden Fall rein. Ist auf jeden Fall geschickter. Da haben wir ein bisschen einen größeren Anfahrtsweg. So, kommen wir rum ums Eck. So, und dann passt es auch von der Abkipprichtung. Müsste eigentlich jetzt auch irgendwann kommen. So. Ja, da ist der Trigger, glaube ich, ein bisschen zu weit drüben, ne? Da haben wir schon ein paar Mal festgestellt. So, da werden auf jeden Fall die 17 Kubik ganz reingehen, das kann ich euch versprechen. Und dann müssen wir nochmal. Und dann ist der Futtermischer leer. Und so geht es jetzt, glaube ich, dann also richtig ins Eingemachte. Jetzt bin ich dann ratzfatz wieder leer mit meinen ganzen Vorräten. So, heben wir mal ein bisschen hoch, dass wir weiter rumkommen. Hat na klar so komische Eigenart, ne, das Fahrzeug. Wisst ihr, dann kriegen wir auch mehr in einem Video unter, finde ich. Weil mit dem anderen Schlepper, da müsste ich 10 Mal müsste ich da fahren, bis ich da meine Tiere gefüttert habe. Mann, gefüttert. Und so kriegen wir das dann einmal unter, fahren wir zweimal hin und her in jeden Stall und gut ist. Und können während dieser Videoaufnahme noch weitere Dinge unterbringen. Du tust mal langsam, Kollege, ja? Danke. So. Gut, das läuft doch schon mal wie geschmiert. Guck mal, da sind wir da nämlich schon mal im grünen Bereich. Da können wir noch Strom mit reinpacken. Und so geht es einfach ratzfatz von der Hand. So, als nächstes kümmern wir uns um das Stroh. Ich habe das Regal nun drin, aber ich habe es tatsächlich noch nicht platziert. Ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich haben möchte, dass wir das hier platzieren. Ich dürfte gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare packen. Ich weiß nicht, ist es üblich, dass man solche Gerätschaften mit Gabel, so rum, ob man das irgendwo auf ein Regal packt oder nicht? Hat man da überhaupt Zeit dazu, das Ganze immer in ein Regal zu packen? So, und das machen wir nämlich hier hin. Einmal umsonst gefahren und dann brauchen wir die hier. So, und dann einen Meter zurück. Und dann haben wir hier den Trigger irgendwo. So, wir brauchen Stroh. Wir werden auf jeden Fall 2 brauchen. So. Die werden wir wahrscheinlich sogar schon bei den großen Viehers brauchen. Also, lieber Maxo, ne, solltest du jedes Video sehen,
bitte bring diesen Fahrresin auch im 25er. Also das hat sich mittlerweile bei mir etabliert. Vom Allerfeinsten, gerade mit der Euro-Konsole. Das ist einfach was Feines. So, guck mal, dann können wir den hier herstellen. Wie viel geht da rein? Ja, da können wir schon nochmal. Also wir müssen auf jeden Fall in den Stroh gehen. Heißt also, Weizen müsste, glaube ich, auf unserem neuen Feld bereits angepflanzt sein und ist ja im Wachstum. Wird auch Zeit, wie ich sehe. So viel ist da nicht mehr. Also das Timing, glaube ich, passt diesmal echt gut. Nehmen wir nochmal zwei. Ist halt klein und wendig, ne? Das ist halt das Feine. So, trotzdem müssen wir hier so ein bisschen ausholen und nochmal zurück. Ist auf jeden Fall ein bisschen enger hier um die Kurve. Aber ich glaube, so nach und nach gewöhnen wir uns da auch dran. Gut. Das sieht doch gut aus. So, normalerweise hilft es halt auch immer, ne, so raus, wie man rein ist. Machen wir gleich wieder zu. Und dann kriegen noch unsere Bullen unten. Da müssen wir dann auch noch ausmisten. So, das mit der neuen Zufahrt vorne beim Kälber-Bullenstall, das funktioniert tadellos. Das war auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Schritt, um da ordentlich reinzukommen. So, dann gehen wir noch kurz ausmisten. Wir müssen nur bei dem Stall hier ausmisten. Vielleicht machen wir da bei Gelegenheit mal eine Mistplatten-Extension dazu, also eintragen. Aber so haben wir wenigstens auch ein bisschen was zu tun. Ne? Wir müssen hier nicht Vollgas ausmisten. Das muss auch nicht zwangsläufig sein. Wir wollen uns ja um andere Dinge hier in dem Let's Play kümmern. Aber ich glaube, das passt soweit schon mal, ne? So, wie gesagt, das mit der Ausfahrt hier hat sich auf jeden Fall schon mal rentiert. Ich muss bloß lernen, mal so rein wie so raus wie rein. Da natürlich mal so ein Holzspecher hinterlegen, dass wir besser reinkommen, ne? Über den Bordstein. Oh, das tut mir leid. So, und dann können wir das nämlich gleich hinten in die BGA reinwerfen, um den Kreislauf zu schließen. Dann können wir gleich mal gucken, ob wir eigentlich schon ein paar Salatköpfe gezüchtet haben. So. Ist da schon was da? Nein. Wir müssen auch gucken, nicht, dass wir den den Trigger blockieren. Lass mal ganz kurz gucken. Salat. 99 Liter. Okay, das dauert noch. So, ich bin jetzt schon ein paar Mal gefahren und siehe da, wir optimieren Stück für Stück hier den Hof. Nämlich unsere Fahrwege. Das, was wir mittlerweile auf dem anderen Hof Intus hatten, muss ich hier mir noch ein bisschen angewöhnen. Aber guck mal, wenn wir jetzt hier reinfahren und hier raus und dann zurücksetzen und fahren gleich so raus. Zack, einmal auffüllen. Ja, komm. So. Und dann können wir nämlich so wieder raus. Dann brauchen wir nicht so lange. Einmal links, einmal rechts, kommt nichts und ab geht's zur BGA. So, dann können wir noch den Futtermischer voll machen. Das geht jetzt Schlag auf Schlag. So.
So, ich bin auf jeden Fall froh, dass es dann wieder in die Ernte geht. Beziehungsweise in den Grasschnitt. Wir werden auf jeden Fall Heu machen erstmal. Das wird, denke ich mal, die höchste Priorität haben. Ja, komm. Heu machen wir gleich 4 Stück. Und dann können wir nämlich die hier reinpacken. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das Zeug hier in die Gebäude reinplatziert habe, dann schaut euch am besten die erste sozusagen Baufolge an hier am neuen Hof. So, jetzt bloß aufpassen, dass wir die nicht wieder in den Trigger reinschieben. Guck mal, können wir die ein bisschen rausziehen. So. Einer nach dem anderen, sonst bleiben wir eh hängen. Liebe ja solche Hoftage, ne? Da ist halt immer was zu tun, da bin ich so beschäftigt. So. Dann machen wir den einfach auch noch vollends voll, dass es wieder schaffen kann. Aber für euch ist der Tag am Hof hier leider schon wieder zu Ende. In dem Sinn, wenn es euch gefallen hat, und ihr gerne nochmal einen Hoftag sehen wollt, lasst gerne ein Like da. Abole kostet wie immer nichts. Und dann sehen wir uns morgen wieder hier am Hof Kneisel. Macht's gut, bis dann. Erstehen, ich bleibe. 40.